weiter geht's mit Borderlands 3. Gerd hat irgendwie noch Gegner gefunden. wir müssen jetzt hier hoch. Kommen wir nicht hoch? Ah. Leg deinen fetten Arsch! Ja, doch. Ja, hier drüben lang. Hopp. Hallo? Bist du denn jetzt schon wieder? Ich will eigentlich nicht sterben. Nicht so! Guck doch auf die Karte. Hier ist immer gut. Hier runter. Zack. Einer. Zwei. Der nächste bitte. Hä? Okay, keine Ahnung. Wo so geht's auch. Gerd, was kratzt du dich? Juckt's? Alter. Hallo. Ja. Oh. Hab dich direkt, wieder erkannt, Mayo. Ja. Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne, aber nicht so. Nicht so! Wo denn? Keine Ahnung, wo ihr seid und wie ihr hingekommen seid. Die sind hier hinten bei uns von der Tür. Danke, das hilft mega. Füße funktionieren. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Namen mal nicht mal halt echt mega scheiße. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment, ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Schöne Stimme, Gerhard. Du gehörst zu Firehawk? Oh, man kann nur zwei Waffen tragen. Ich gehörte früher Nachher mehr. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Viel schlimmer finde ich, dass ich nie ausreichend Munition habe. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen... Ein Kriegslord der Unterwäsche? Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Und das irgendwie also, überspringen? Wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Ja, laber mal. Wo hängen Lilith und die Raiders so ab? Im Propagandazentrum des Kults hier in der Nähe. Es gehört jetzt uns. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor. Auch wenn ich total unbewaffnet bin, man darf nicht zeigen, dass man Gerd, Angst du kannst die anderen Waffen aber mitnehmen, Bro. Die werden in deinem Rucksack dann geladen. Gehst du mal? So. Ja. Und du? Jetzt sollen wir ihm folgen. Wo ist er denn? Ja. Erstmal. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz alleine? Hey, er rennt! Er kann zumindest rennen. Er rennt aber ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wo ist er? Ich bin beeindruckt. Ja. Oh Mann! Ah, die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Wo ist er? Lauf! Das stört voll den Energiefluss. Aua! Lauf! Ich kenne eine Abkürzung. Hier, lauf! Er kennt eine Abkürzung. Los jetzt. Schubst dich runter. Kann man den runterschubsen? Ne, ich glaube, ihr steht im Weg. Repariert der jetzt den Automaten oder sowas? Ach, das ist da, wo ich eben runtergeplumpst bin. Okay. Da sind nette Tierchen. Die Luft ist voll rein. So, das ist... Ich schieße immer auf euch irgendwie manchmal. Was macht denn hier so nette Geräusche? Ich hab keine Ahnung. Oh. Hm. Tot. Kaputt. Der wird jetzt sicher den Automaten reparieren. Ja. Für rennt er da irgendwie? Da rollt gerade Claptrap durch die Gegend. Ich weiß nicht, wo er hin will. Das finden wir raus. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Schicke Hände. Ich renne hier gerade hinter Nick hinterher. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wäre sie richtig gemütlich. Ah, Munition auffüllen kann man nicht. Perfekt. Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, Lille! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Du siehst echt krass aus, Zane.
Aber krass gut. Nicht krass schlecht. Steht mir. So. Hi. Die Karte war weg. Aber ich habe einen Banditen als Souvenir. Karte? Wenn du den Alien Shot meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypsos. Konnte man jetzt die Munition auffüllen? Hier da draußen. Die Kalypsos ihre Mordpredigt, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Ah ja, muss ich auch nochmal. Nicht weit weg, Kammerjäger. Du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catching. Right. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Eine gute Wahl. Konnte jetzt aber nur Granaten auffüllen. Aber ich kann immer noch keine Granate schmeißen. Ich schon. Ja, der wirft dann immer mein Schild. Ah, hier ist noch was mit Identifiziere das Problem. Moment, das löse ich mal gerade. Dann könnten wir, kann ich, glaube ich, den Automaten reparieren. Ja. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Ihr könnt nämlich sind voll mit Strom. Die Missionen auch wechseln unter der Karte. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Wir können seid ihr denn jetzt schon wieder? Ist doch zum Kotzen mit euch. Was denn? Hier unten. Genau. Hier ist Claptrap. Ja, wir brauchen Wirbelsäulen erstmal, um den Automaten zu reparieren. Die kriegen wir da hinten. Warren, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Da sind die netten Tierchen. Oh Gott, Alter. Nee, hau mal ab. Noch, was mach ich, aua, der macht voll voll. Aua! Ja, einfach reinhalten. Gut, wenn die so einzeln hier oben sind. Da ist ein Schocks-Gag. Jetzt hol dir seine Wirbelsäule. Ah, den da. Dessen Wirbel brauchen wir. Was verballere ich dann der Munition, ey? Ach, na los, nimm sie! Dir macht es doch nichts aus, in Eingeweihten zu wühlen. Den letzten dann auch erledigt. So, jetzt können wir die Wirbelsäule zurückbringen und dann können wir den Waffenshop aktivieren. Sehr gut. War irgendeine grüne Waffe. Wer hat sich die gekrallt? Natürlich Mayo. Nein. Ehrlich? Nee, ich hab sie nicht. Oh, Leute. Eine Mattschlacht. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt habe ich irgendeine Granate ausgewählt, aber ich kann keine Granaten werfen. Seid ihr sicher mit G? Ja. Ja. Hast du vielleicht in deinem Baum das Zeug falsch bestückt? Nein, ich habe die extra in meinem... Die liegt doch unten links in meinem Baum. Ja, genau, richtig. Ja. Bei den Granaten. Ja, aber wenn ich G drücke,
Dann ist vielleicht auf deinem Controller da kein G. Nein, auf meinem Controller sagt er, in der Steuerung sagt er auch RB, aber auf RB ist mein Schildwurf. Hast du vielleicht irgendwelche Sachen doppelt belegt? Okay. Installiere Nein. die Wirbelsäule. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Gute Jagd. So, jetzt habt ihr hier drinnen am Waffen... Ah, war schon klar, einer ist direkt da. Die hat natürlich... Waffen kann man nie genug haben. Oh, das sind aber schöne dabei, ne? Ich hab keine Ahnung, was die alle machen. Schießen. End. Aber ich kann jetzt da keinen Vergleich sehen zu dem, was ich im Rucksack habe, oder? Nee, leider nicht. Na, das ist ein bisschen blöd. Wenn du es nicht kaufst, kauft es der Feind. Das ist eine MP. Das ist eine MP. Ich hab keine Ahnung, was gut oder was schlecht ist. Ja, du musst gucken, da steht auch, was die für Spezial-Dinger haben und so. Wechsel zwischen Vollautomatik und Halbautomatik. Oha, ganz schön Scharfschützengewehr. Objekt des Tages. Ja, ich muss jetzt aber in die Optionen gucken. Steuerung. Ach, okay, die Sachen, die ihr wegkauft, kann ich dann auch nicht mehr kaufen. Ich verstehe. Wird man da jetzt Granate werfen? Ach komm, gucken wir mal. Kann nicht schlecht sein. Er wirft immer das Ding. Schrot. Ja. Oh, wir haben Besuch übrigens nur so. Ich glaube sogar eins, was ich gekauft habe, nicht. Alter! Die ist nett, was ich da hab. Ja, ich auch, ey. Hast du dieselbe wie ich? Gar nicht. Alter Verwalter. Was ist das denn? Oh, mal Claptrap ansprechen hier. Also, wie gesagt. Ich verstehe deinen Schmerz, kleiner Freund. Ich helfe dir. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich habe für nichts mehr Munition. Ich habe keine Munition mehr. Ah, jetzt wieder. Ruh dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Wow. Na, jetzt immer wie weiter Zeug oder was? Ja, ja, wir können jetzt gleich wieder andere Missionen annehmen. Also ich muss sagen, mit der Waffe hier bin ich sowas von zufrieden. Das ist gut. Welche Mission habt ihr angewählt? Gar keine. Ja, gar keine. Ja, müsst ihr doch, wenn ihr unter der Karte guckt, könnt ihr doch...
zwischen den Missionen switchen. Pulsstatus begibt dich zu Ellie. Ja. Ja. Das habe ich genau. Auch. Die nehmen wir. Das ist Ellie. Oben. Da ganz oben. Ja, da wo wir eben drin waren. Ja, nach oben. Ist Ellie? Ja, das ist hier, das ist diese. Oh, was ist denn ah, nee, das ist gar nicht Ellie. Okay. Lilith. Ja. Der blaue Fleck ist da. Gucken wir doch einfach auf die Karte. Wahrscheinlich diese blaue Raute, oder? Ja, richtig. Ja, ja. Wieder. Ja, ja. Ach, die ist da hinten. Okay, ja, genau. Die läuft richtig. Naja, die blaue Raute ist immer das Missions... die nächste Mission. Ach, da kommen schon wieder ein paar Spielkinder. Alter! Okay, irgendwie habe ich voll die Scheißwaffe. Ja, ich meine es auch nicht so geil. Mayo, wir rocken das. Die Nacht vom Deck des Tages ist gleich ganz geil, aber irgendwie nicht so. Nee, Fahrzeug bestellen können wir noch nicht. Ja, wir müssen jetzt hier unten lang, genau. Oh Gott, ist Ellie nicht die Dicke, die wir aus dem zweiten Teil kennen? Was ist denn hier? Appellation. Oder? Zum Granaten? Ich habe hier nur Granaten, gar keine Munition. Muss der an... Wo sehe ich denn, was ich brauche? Loch, mein Ups. Mann vorn! Was ich sag genau doch, die dicke, fette Ellie, Gerd. Die kennen wir doch. Sympathisch. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Ach du Scheiße. Ellie, Desert Rose, Frony Forever, ja, die ist so nice. Wo sehe ich denn, was ich brauche an Munition? Einfach Q drücken. Wenn du vor dem Automaten stehst, dann anstatt E, Q drücken. Wenn ich eh keine Granaten werfen kann, kann ich meine Granaten noch auch verkaufen. Sprich mit Ellie. Ja. Machen wir das doch mal. Wie ist denn da rüber? Hier an der Seite. Ach, auf der Seite nur natürlich. Na klar. Aha. Sehe ich, wie du da rüber kommst. Ja, nämlich gar nicht. Ihr müsst neben dem Automaten durch die Tür. Ach so. Ja, woher sollen wir das denn wissen? Hätte ja jetzt einfacher nicht sein können, ne? Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Weil du so attraktiv bist. Warst du voll drauf. Ich liebe solche Frauen. Wie charmant. Aha, Mario. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Nein, wir klauen gerne was zurück. Ja, bloß wenn wir Karren holen, dann bin ich dafür, dass Mario nicht fährt. Holen wir ihr eine Karre zurück. Ja, fährst nicht, Mario. Gerd, wir rocken das mit unseren Overpower-Dingern, ne? Ja, ja, ja. Sei mein Socki! Mein Gelenk!
Ja, alles klar, weißt du, ich baller ein ganzes Magazin drauf. Es passiert fast gar nichts. Mayo schießt zweimal drauf und der ist weg. Welch prächtige Beute. Ach Mann. Wenn du willst, kannst du auch ein Autokar fahren. Ist ganz leicht. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sie zu verpissen. Aber es ist nicht schlecht. Viel Spaß beim Verfaulen. Keine Munition mehr. Oh, klasse. Gesundheit. Oh, meine andere Waffe wieder. Auch alle gleich aus. Ich lass einfach mein Doodle für mich schießen. Das wusste ja nichts, wa? Was ist das denn? Okay. Gemacht hat, ich probiere meine Waffen durch. Das kann doch nicht sein. Ja, verdammt. Verfluche ich. La 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 la. Moment, ich muss jetzt hier erstmal gucken. Was kann ich? Das ist doch nicht wahr. Ist die hier? Nein. Kann ich Waffen eigentlich noch irgendwie wegschmeißen? Glaube. Oh mein, ich habe ja noch Platz im Rucksack. Oh. Und tschüss. Und tschüss. Ach, das Ziel ist, dass wir die Autos zerstören oder was? Sagen, eigentlich sollen wir die Autos kapern. Ja, das ist eigentlich, deswegen weiß ich nicht, warum da so raufgeballert wird. Wir können die auch zerstören und müssen nur das letzte Auto dann da vorne holen, was er geklaut hat. Wir können beides machen. Weil. In deiner Nähe ist eine tote Cliptrap-Einheit. Hab das Auto. Ich bin der Letzte meiner Produktionsreihe. Birg ihre Teile, damit ich meine Freundin bauen kann. Nimm durch in 8. Ja, oh ja. Du schießt ja auf mich. Ja, weil ich da keinen Namen drüber habe. Aber dein Fadenkreuz ist grün, wenn du. Ja. Stimmt. Jetzt ist, das ist aber wirklich interessant. Ich hatte jetzt eben Namen für ein paar Minuten, jetzt habe ich wieder keine. Ja, ich hab, also von Gerd habe ich den Namen. Was war das denn hier schon wieder? Ich, weil ich hier gerade. Fahr doch einfach das Auto weg. Ja, ja, ich komm da nicht durch. Sind wir jetzt fertig hier? Ihr könnt da durchlaufen, ich kann da aber nicht durchfahren. Hüpf drüber. Das Auto kann nicht hüpfen. Und hier lang geht's auch nicht. Ah, jetzt kommt da noch einer, ey. Check gerade um. Ja.
Ah, hier ist ein Tor. Claptrap. Das Tor da geht nicht auf, ne? Wenn du willst, kannst du auch ein Auto kapern. Ist ganz leicht. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sich zu verpissen. Wir müssen doch hier irgendwo rauskommen. Gestern Nacht nach dem Kugelhagel. Hier hab hinten. Ich dich da gesehen. Ich wollte nicht. Hab meine Augen zusammengekniffen. Die Finger in die Augenhöhlen gepresst. Aber sie war da. In meinem Kopf. Hinter meinen Lidern. Hat nichts gesagt. Mich nur angesehen. Mit ihren Feueraugen. Wenn ich das jemandem erzähle, werde ich wegen Blasphemie gevierteilt. Aber ich weiß, jetzt habe ich mich hier festgefahren. Und es war nicht Irene. Dahinter gibt's mit der nächsten Welt weiter. Ja. Oh, wow. Ah, danke. Ich versuche mal hier oben lang irgendwie zur Ellie zu kommen. Das geht aber da auch nicht. Wir haben ja eine Sprungschanze, aber die Frage ist, wo wir da hinkommen. Ausprobieren. Ja, das bringt mir ja nichts. Ach, guck mal hier, ich habe den Ausgang gefunden. Wo ist hier? Hier unten. Ja, guck doch auf der Karte. Ich bin als blauer Punkt da markiert, als blauer Mensch. Martin zum Catch a Ride. Ja, mach jetzt. Hä? Ach, da hinten ist die Sprungschanze, genau. Ja. Ja, gib ihm. Vollgas. Hä? Was? Schubst er mich einfach. Jetzt über die Trümmer gefahren. Oh, ich hab hier ganz viel Zeug am Arsch auf einmal. Gut, wo bist du denn? Ja, du sollst ja auch nicht darunter springen. Ja, ich bin da nicht hingesprungen. Ach. Noch einer. Mehr. Boah, der ist aber weit geflogen. Ja. Oha. Alter. Achtung, nicht hinter dir. So. Ah, ein bisschen Rambazamba hier. So, haben wir jetzt wenigstens alle von den Saftsäcken hier unten. Ja, also ich habe hier schon mal ein bisschen Platz für euch gemacht, damit euch nichts mehr entgegenkommt. Ja, irgendwie Shotgun aufgenommen. Ja, ich eben auch. Das ist eine richtig gute sogar. Ja, aber ich glaube, wir starten in die nächste Folge, oder nicht? Ja. Ja. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.